Willkommen zurück bei Pokémon Nuzlocke Feuerrot mit mir, Navik. Ich habe leider 2 Minuten Aufnahme verwerfen müssen, weil ich dann unterbrochen wurde. Kann euch aber gerade sagen, was passiert ist. 2 Minuten werdet ihr mir nicht verübeln, in denen ich in der Wildnis trainiert habe, hoffe ich. Ich habe Zubat aus der Box geholt und hatte 2 Kämpfe mit ihm gemacht. Und das war's auch schon. Kreuzigt mich, wenn ihr das jetzt schlimm findet. Es tut mir leid. Eigentlich wollte ich immer alles zeigen, damit keine Fragen offen bleiben. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Aber jetzt trainieren wir und es waren ja nur 2 Kämpfe. Es waren ja nur 2 Kämpfe. Wie dem auch sei, das heute ist ein Trainingspart. Das heißt, dass ich nur gegen wilde Pokémon in dieser Wiese kämpfen werde. Wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr also quasi schon jetzt hier abschalten, auf den nächsten Part warten oder wenn er schon oben ist, direkt zum nächsten Part springen. Habitak will jetzt Silberblick ein, soll ich jetzt Schiss haben? Los, Tauburger, töte es. Für den Anfang werde ich wieder mit der guten alten Pokémon einsetzen, tauschen, leveln Taktik verfahren. Die funktioniert ganz gut, wenn man Pokémon neu ins Team aufnimmt und in der Nuzlocke-Challenge nicht verlieren will. Schnell noch Kampfanimationen ausgestellt. Damit kann das wahre Training beginnen. Na, du kleine Schratfratsch. Bock, ein paar aufs Maul zu kriegen. Trainieren werde ich logischerweise jetzt ein bisschen Zubat und Tauboga. Das Team noch ein bisschen näher an den Status von Menki rankommen. Oh Gott, kein sofort K.O.? Wie schrecklich. Das kann auch noch ruckzucki. Willst du hier jetzt nicht meinen Tauboga töten? Yeah, Tauboga erhält 40 Erfahrungspunkte. Dumm. Ich hab noch gar nicht geguckt, was mein Zubat für geile Attacken kann. Gucken wir doch gerade mal nach. Blutsauger und Erstauner. Na Wahnsinn. Das sind ja mal 2 satte Mega-Bums-Attacken. Rutenschlag? Ja, mach ruhig Rutenschlag, das juckt mich nicht. Los, Tauboga, Windstoß. Jawohl, Radfratzwild wurde besiegt. Tauboga erhält 32 Erfahrungspunkte, wunderbar. Dim. So, ein wildes Rettern wieder, davon hatte ich eins in den 2 Minuten gesehen, die leider wegfallen. Leider Gottes. Ich wünschte echt, es wäre nicht passiert. Es sind 2 lächerliche Minuten aus einem Trainingspart, in dem nichts passiert und sie ärgern mich trotzdem. Ja, Rettern, mach nur Silberblick. Hier hast du einen Windstoß als Dankeschön. Besiegt. Super, der hält 26 EP und Tauboga ebenso. Wo kriege ich eigentlich den EP-Teiler her? Ich meine, der wäre in jeder Edition... Ah, nein! Ich kann den EP-Teiler gar nicht benutzen. Das ist ja dann ein Item zum Tragen und Pokémon dürfen keine Items tragen. Ach, Mann! Wie ärgerlich. Dafür kriegt jetzt das Habitat ein paar aus dem Maul. Erst recht, weil es Heuler benutzt hat. Nimm das. Und nimm das. Ah, 41 Erfahrungspunkte, das ist gar nicht so wenig. Zubat trainiere ich jetzt übrigens, weil ich im Trainerkampf dann neben Sandwirbel von Tauboga, der eventuell bis dahin Tauboss ist, auch Superschall von Zubat einsetzen möchte. Pokémon. Tauboga. Los. Ein Giftstachel, bitte vergifte mich nicht. Windstoß. Und ein Silberblick, damit hat das Rettern sich selbst den Todesstoß gegeben. Zubat erhält 44 EP, Zusa erreicht Level 9. Tauboga erhält 44 EP, Tauboga erreicht kein neues Level. Da ist ein weiteres Rettern. Na Zubat, wie fühlst du dich jetzt hier so auf Level 9?
So, wieder gegen Tauboga austauschen. Da, 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 da. Los, Tauboga, Windstoß. Retternwild wurde besiegt. Tauboga erhält auch 26 PP und erreicht Level 19. Wow, da sind ja ein paar Bonusse dazugekommen in seinem Status. Schon ein klein wenig stärker geworden, das Taubogalein. Radfratz auf Level 10. Pokémon gegen Tauboga austauschen. Radfratz wild setzt Routenschlag ein. Das stört mich nicht. Hier ist ein Windstoß. Ah, Tauboga, du brauchst mehr Angriff. So wird das nichts mit hier, dem großen Sieg. Radfratz wild setzt... oh. Ich sollte langsam mal ins Pokémon-Center aufbrechen. Sonst wird hier mein Tauboga noch in der Wiese abgemurkst. So, also, hier, rennen. Rennen, rennen, rennen. Oh, diese Powertreter, ich liebe sie. Hallo. Hi, meine Pokémon, bitte wieder. Dankeschön. Ich hau jetzt wieder ab. Ich mag dich nämlich gar nicht. Ich komme immer nur her, um dich zu benutzen. Und du merkst es nicht mal. So, da sind wir wieder auf Route 4. Und was kriegen wir hier zu sehen? Ein Radfratz auf Level 10. Los, Zubat, greif es nicht an. Radfratz wild setzt Routenschlag ein. Naja. Hier ist ein Windstoß. Und wieder 40 EP für beide. Und was haben wir jetzt? Ein Habitak auf Level 10. Dann wechseln wir mal wieder. Oh, ich glaube, dieser Trainingspart wird noch langweiliger als der letzte. Und dann irgendwann trainiere ich noch mein Carvador. Das wird noch langweiliger. Ah, Gott sei Dank. Kündige ich hier an, was ein Trainingspart ist und wann Training kommt und ihr wisst Bescheid und... Ne? Dann ist immer alles klar. Ach, dieser Bedroher von Rettern geht mir auf den Sack hier, ehrlich gesagt. Das ist nicht mehr feierlich. Einfach nicht mehr feierlich. Ja, ja. Senkt mal noch meine Verteidigung. Wirst du alles noch schwer bereuen hier, Rettern. Das sag ich dir. Siehste, konntest du dicke bereuen. 44 Erfahrungspunkte. So, und ein weiteres Rettern auf Level 10. Kannst du immer noch nicht selber kämpfen, liebes Zubat. Es tut mir leid. Das Ganze ist mir noch zu riskant, dich einzusetzen. Oh, jetzt ist Tauboga im Wickel. Warum machst du da nicht einfach mal einen Volltreffer? Das würde mir so viel Arbeit erleichtern und ersparen und so weiter. Immerhin triffst du immer, Tauboga. Nicht so wie Mankey. 44 weitere Erfahrungspunkte. Und ein weiteres Radfratz auf Level 10. Los, Tauboga! Kämpf anstelle von Zubat, das noch viel zu schwach ist. Oh! Was ein erbärmliches Radfratz. Zubat erreicht Level 10. Tauboga erhält 40 EP. Yeah. Aber auch Level 10 ist mir ehrlich gesagt noch zu niedrig. Ist mir alles noch zu niedrig.
Los, Tauboga. Du bist wieder dran. Lass dich nicht von Wickler erwischen. Sehr gut. Und setz wieder Windstoß ein. Oh, ich wünschte wirklich, Tauboga hätte wesentlich mehr Angriff. Ich wünschte es mir so sehr. Aber hey, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ein weiteres Ratfatz auf Level 10. Los, Tauboga. Windstoß. Lass dich nicht immer treffen. Jetzt muss ich gleich mit dir wieder ins Pokémon Center. Sollst dich nicht immer treffen lassen. Menschenskinder. Oh, ein wildes Mankey. Das sieht man hier auch eher selten. Los, Tauboga! Mankey setzt Silberblick ein. Verteidigung von Tauboga sinkt. Los, Tauboga, Windstoß! Das ist sehr effektiv. Mankey wurde besiegt. Ah, Mankey gibt auch mehr EP als andere. Oh, ein Habitag. Irgendwie komme ich mir sonderlich ganz ununterhaltsam vor, wenn ich nur vorlese, was passiert, was ihr alles selber seht. Aber so sind die Trainingsparts. Worüber könnte ich reden? Och, ich kann eigentlich über recht wenig reden gerade. Bei diesem Part lade ich in ungefähr einer Woche hoch. Wenn ich jetzt über Dinge rede, die ich aktuell plane, sind dafür vielleicht auch schon die nächsten Parts oben, wenn das hier online geht. Aber ich kann ja trotzdem drüber reden. Gerade jetzt bin ich am Überlegen, ob ich ein Minish Cap Let's Play starten sollte. Ich weiß, mein Freund, der immer fleißig Kommentare schreibt, der Anton LP, will das auch starten. Von daher, wenn ihr mal ein Let's Play von mir nicht sehen wollt und trotzdem Minish Cap sehen wollt, könnt ihr auch zum Anton LP gehen, sobald er das startet. Aber meines Wissens nach hat er es noch nicht gestartet. Aber vielleicht hat er es ja gestartet, bis hier das Video online ist. Wer weiß das schon? Na Anton, schreib einfach in die Kommentare und mach Werbung, Werbung, Werbung. Hast einen Freifahrtschein. Wieder zu Tauboga. Oh Gott, geht wieder der Ruckzuck-Hit-Terror los. Ja, nach jedem Kampf renne ich wieder ins Pokémon Center. Oh, wieder Routenschlag. Die Attacke ist so eine Zeitverschwendung. Und Tauboga erhält 40 Erfahrungspunkte. Ach, lass mich doch ins Pokémon Center. Ach, Mankey, schön dich wiederzusehen. Kannst mir ja flott noch ein paar Erfahrungspunkte geben. Vielleicht wird mein Zubat noch Level 11, bevor ich ins Pokémon Center renne. Fußkick? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das reicht schon, dass mein Mankey neulich auf 1 KP runter war. Das brauche ich jetzt nicht nochmal. In keinem Falle brauche ich das nochmal. Wir heilen deine Pokémon und machen sie topfit. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ja, ja, Schwester Joy, immer wieder eine Ehre, mit dir zu reden. Zurück auf Route 4. Zurück auf Route 4 zum grandiosen Kampf mit einem Radfratz. Ach, Radfratz, du altes Spam-Pokémon. Ja, ja, mach nur wieder Ruckzuckhieb. Ah, es macht Routenschlag. Na, das freut mich doch. Kann jetzt mein Tauboga einfach Ruckzuckhieb machen. Und tot. Ah, oh, Zubat erreicht Level 11. Oh, immer noch sind die Werte nicht so toll, aber es kann Superschall. Yay!
Da freue ich mich doch für den Spielerkampf. Noch ein Habitag. Hat keine Wirkung auf Habitag. Blutsauger. Ich glaube, ich sollte Zubat noch nicht selber kämpfen lassen. Ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Los, Taboga, Windstoß. Und nochmal Windstoß. Los, Zubat. Pokémon, Tauboga. Oh, ja, wäre das schön, wäre das Zubat schon auf dem Level, dass es für sich selber kämpfen kann. Haben wir hier einiges viel einfacher und schneller. Ist aber leider noch nicht der Fall. Leider noch nicht der Fall. Hallo Radfratz. Los Zubat, du bist dran. Zubat, komm zurück. Los Tauboga. Radfratz will jetzt Tackle ein. Ach, jetzt kommt wieder die Ruckzucki-Kacke hier. Kannst du nicht mal so ein popliges Radfratz mit einem Schlag killen, Tauboga? Dankeschön. Der eine Schlag könnte ruhig aufhören, der zweite zu sein. Hallo, Habitag. Wie geht es dir heute? Wie, du willst nicht von mir abgeschlachtet werden? Natürlich schlachte ich dich ab. Was denkst du denn, was hier Sache ist, Habitag? Habitag setzt Silberblick ein. Verteidigung von Tauboga sank. Wie traurig. Da ist wieder ein Radfratsch. 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 Pokémon zu Tauboga. Los, Tauboga, Windstoß. Los, Tauboga, Pokémon Center. Ach ja. Wieder ins Pokémon Center rennen. Rennen. Pokémon Center. Da. Machen Sie wieder Topfe-Hit. Machen Sie wieder Topfe-Hit. Komm, nimm Sie auf die Reise mit. Route 4 wieder. Ach ja. Was begegnet uns denn diesmal? Wieder ein Radfratz. Zubat ist auch schon halb auf Level 12. Wuhu! Und Tauboga ist bald auf Level 20. Sehr schön. Sehr schön. Da-da-dam-dam. Los, Zubat! Zubat, komm zurück! Los, Tauboga! Warum immer ein Volltreffer? Warum? Es ist doch nur noch gemein, dass die immer Volltreffer machen. Nur noch gemein. Ein wildes Habitag erscheint. Los, Zubat! Tauboga!
Habiter Quilt setzt Heuler ein. Habiter Quilt setzt Heuler ein. Oh mein Gott, das ist ja sogar auf Level 12. Yay, yeah, eine EP-Schleuder. Yay. Nur 49 ist ja wohl ein schlechter Witz hier, aber Level 20. Juhu. Oh, nochmal mit Wirbelwind, so ein Schwachsinn. Lass mich mit Wirbelwind in Ruhe. Lass mich hier mal schön mit Wirbelwind in Ruhe. Zuart, komm zurück. Los, Tauboga. Los, Windstoß. Und tot. Sehr, sehr schön. Ach ja. Dim, 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 da ist ein Mankey. Los, wieder zu Tauboga gewechselt. Und ein Kratzer. Naja, einen Kratzer können wir haben, ne, Tauboga? Oh, Zubat wird stärker. Du musst noch signifikant stärker werden. Ich glaube, ich muss ihn erst zu Golbat entwickeln, bevor ich mit dem Groß was anfangen kann. Ach ja. Aber ich glaube, in jeder Generation kann er sich dann auch schon zu X-Bat entwickeln, ein Pokémon der zweiten Generation. Das ist nämlich die zusätzliche Entwicklung zu Golbat, die dazu kam. Hoffen wir es mal. Ich glaube, es hat sich dann über Zuneigung entwickelt. Und da haben wir wieder einen Radfratz auf Level 8. Los, Tauboga! Es würde auch meinem Golbat gut tun, wenn es mal eine wirkliche Offensivattacke erlernen würde. Zubat ist ja noch kein Golbat. Habe ich überhaupt Golbat gesagt? Gott, jetzt verwirre ich mich wieder so massenhaft selber. Schrecklich. Los, Tauboga, du bist wieder mal dran. Da 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 dan 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 da. Habiter Quilt setzt Heuler ein. Tauboga setzt Windstoß ein. Ach ja. Los, Tauboga, du bist wieder dran. Dum 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 tot. Dum dum. Was? Das Habitat überlebt das? Unglaublich. Schlichtweg unglaublich. Und wieder ein Radfratz auf Level 12. Tauboga ist schon schwer beschädigt. Da wechsle ich mal ausnahmsweise zum Mankey rüber. Ne? Das soll sich dann mal um das Radfratz hier kümmern. Karateschlag. Yay, das ist sehr effektiv. Radfratzwild wurde besiegt. Geh ich mal ins Pokémon Center wieder schnell rüber. Dum 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 dum.
Na du? Okay, mach sie wieder fit. Okay. Ciao. Ciao. So, da haben wir wieder ein Radfratz. Wie gut ist denn Blutsauger inzwischen? Noch nicht so effektiv, ne? Ach du Scheiße. Muss ich Zubat wohl noch was länger auf diese Weise trainieren? Naja. Macht ja nichts, wenn man auf Level 12 noch kein Level 8 Radfratz platt machen kann. Das passiert jedem Mal. Das macht mein Zubat ja noch nicht absolut nutzlos. Obwohl doch, genau das macht es aus meinem Zubat. Es ist absolut nutzlos, so wie es jetzt ist. Mein absolut nutzloses Zubat. Habitak setzt Silberblick ein. So. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, bin ich schon am Überlegen, ob der nächste Part nochmal ein Trainingspart wird. Denn mir steht ja auch demnächst wieder ein Rivalenkampf ins Haus, den ich genauso nicht verlieren möchte. Los, Tauburger! Los, Windstoß! Ach ja. Der Rivale. Ob der sein Shigi schon entwickelt hat und jetzt einen Shilock besitzt? Würde ihm auf jeden Fall gegen meinen Mankey helfen. Ich würde es sogar als notwendig bezeichnen, um meinen Mankey zu schlagen. Aber wir werden das Ganze ja relativ bald erfahren. Hier wieder Windstoß. Tauburger erhält 33 Erfahrungspunkte. Jiha! Und wieder das Rettern da. Oh, mein Zubat ist bald Level 13. Na, das wird ja auch langsam Zeit, ne? Oh, Tauburger ist vergiftet. Das heißt, dass das Pokémon Center ruft. Oh mein Gott. Gift macht so abnormal viel Schaden in Kämpfen. Kann mal nachgucken. Okay, Manoch hat 22. Heile es, los! Oh Gott. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, kommen jederzeit wieder vorbei. Ja, Schwester Joy. Lass dir mal neue Sprüche einfallen. Ich glaube, das wird der Serie gut tun, dass Schwester Joy in jedem Pokémon-Center einer Stadt was anderes sagt und nicht immer nur: Wir haben deine Pokémon geheilt, komm jederzeit wieder vorbei. Sieh aus wie alle meine Schwestern. Ich bin dumm. Radfratz, Level 8. Ah, Zubat, das ist wirklich fast auf 13. Das könnte diesmal klappen. Dass es in jedem Kampf wieder aufsteigt. Wobei das Radfratz nur Level 8 ist und nicht so viele EP geben wird, nehme ich an. Zubat erreicht Level 13. Dankeschön. Oh. Kriegt doch endlich bessere, wesentlich bessere Statuswerte, Zubat. Das ist alles noch nicht so ganz das Wahre. Oh, ein Rettern auf Level 6. Und trotzdem lasse ich dich nicht dagegen kämpfen. Weil du nur Attacken kannst, die im Moment noch schwer nutzlos sind.
Lost Hamburger. Verteidigung von Tauburger sinkt, aber das ist egal, denn Tauburger benutzt Windstoß. Ein Volltreffer. Ach ja. Jetzt spiele ich hier schon grob eine halbe Stunde. Und laufe immer in der gleichen hohlen Wiese rum. Ziemlich klasse LP-Navik, muss ich schon sagen. Ist ein Riesenwiesenrenner. Windstoß! Dum 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 dum. Und ein weiteres Radfratz auf Level 10. Na ja. Los, Tauburger, du bist wieder dran. Windstoß. Ach, schon über eine halbe Stunde hier. Und mein Zubat ist noch nicht mal nah dran an Level 14. Los, Tauburger, Windstoß! Tauburger erhält 40 Erfahrungspunkte. Und ein weiteres Rettern. Das sich vermutlich wieder die Frechheit rausnimmt, meinen Tauburger zu vergiften. Los, Zubat, komm zurück. Los, Tauburger. Es wurde umwickelt. Retternwild wurde besiegt. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Haut zu weit, komm zurück und los, Tauburger. Angriff von Tauburger sinkt. Ja. Dann steigt mein Tauburger ja gleich auch noch auf Level 21. Wieder ein Habitag. Es setzt Schnabel ein. Dum, 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 dum. Dum 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 dum. Pokémon wechseln auf Tauburger. Und es ist vergiftet. Töte es. Und jetzt geht's wieder ab ins Pokémon Center ein.
Okay, 6 KP hat es noch. 5. 4. Puh, überlebt. Puh. Puh. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich werde deine Unterstützung noch ein paar Mal brauchen. Da verlass dich mal drauf, Schwester Joy. Und ein weiteres Ratz auf Level 10. Ach, Zubat. Ich erkläre dich hiermit offiziell zu meinem Sorgenkind im Team. Ratfratz wild setzt Routenschlag ein. Verteidigung von Tauboga sinkt. Tauboga setzt Windstoß ein. Und ein weiteres Rettern, das mein Tauboga wieder vergiften kann. Pokémon, Tauboga, los! Silberblick nur, das ist gut. Das ist gut. Pokémon, Pokémon, los, Tauboga, los. Oh, bald steigen Tauboga und Zubat nochmal ein Level hin. Das ist gut. Das ist gut. Aber mit 26 Erfahrungspunkten pro Pokémon kommen wir hier gerade nicht weit. Da kommen wir wirklich nicht sonderlich weit. Ah, Habitat Level 12, wie gerufen. Habitat Level 12, los Tauboga, töte es. Oh, mein Angriff ist gesunken, los Tauboga, Windstoß. Los Tauboga, Windstoß. Und Tauboga ist gleich soweit. Ankrachte wieder im Karton und jetzt steigt ein Level an. Herr Fratz setzt Routenschlag ein. Herr Fratz setzt Ruckzuckhieb ein, das Arschloch. Ratfratz wurde besiegt. Tauboga erreicht Level 21. Juhu! Ja, ist okay. Los, Zubat! Pokémon, Pokémon, Pokémon zu Tauboga rüber. Natürlich macht das Rettern einen Volltreffer. Was denn auch sonst? Zubat erreicht Level 14. Oh Gott! Zubat! Lass mich nicht hängen! Bitte! Lern doch mal was Gutes! Los, Tauboga! Und wer erscheint uns jetzt? Ein weiteres Radfahrts auf Level 10. Setzen wir doch wieder Tauboga ein.
Ich trainiere in jedem Part mal noch 5 Minuten länger. Dann beende ich aber auch die Trainingsrunde fürs Erste. Ich nehme an, sehr stark an, dass der nächste Part wieder ein Trainingspart wird. Will es und kann es aber noch nicht ganz garantieren. Aber ich werde es am Anfang des nächsten Parts wieder ankündigen. In dem Sinne sind es auch nur noch 4,5 Minuten. Habitak setzt Silberblick ein. Tauburger erhält 33 Erfahrungspunkte. Dim, 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 dim. Los, Tauburger! Los, Tauburger, Windstoß! Stoß es weg mit deinem Wind! Dim, 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 dim. Los, Zubat! Komm wieder zurück für Tauburger. Für Tauburger, Burger, Burger. Tauburger, Burger, Burger. Los, Tauburger, setz mal zum Spaß ruckzuckig ein. Okay, rennen wir nochmal ins Pokémon Center. Pokémon Center. Und dann trainieren wir nochmal für 2 Minuten in der Wiese und dann beenden wir den Part. Yay! Willkommen im Pokémon Center. Wir halten deine Pokémon und machen sie immer noch topfit. Ich habe diese Stimme, weil meine alte verkauft wurde. An die Schwester in der Nachbarstadt. Denn sie kam in den Stimmbruch. Den eigentlich nur Männer haben und das mussten wir vertuschen. Denn meine Schwester in der Nachbarschaft ist sein Bruder. Ah, noch glatte 2,5 Minuten sogar hier fürs Training. Sauber. Los, Zubat. Los, Tauburger. Windstoß, jeha. Dann kann ich ja auch in der Zwischenzeit mal nachgucken, auf welchem Level Zubat mal was Nützliches erlernt, was ich jetzt hier in der Zeit auch einsetzen kann. Ja, ja, war mir klar. Los, Tauburger. Windstoß. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Los, gib's diesem Mankey. Ach, 52 HP für beide. Ach ja. Los, Tauburger. Setz nochmal den Windstoß ein. Windstoß. Radfratzwild wurde besiegt, Zauber der Held 48 EP. So, und das hier wird dann auch der letzte Kampf in dieser Trainingsfolge. Wie gesagt, es kommt höchstwahrscheinlich noch eine zweite. Allerdings auch nur höchstwahrscheinlich. Hau ich dem Habitak hier noch flott mit
Windstoß aufs Maul. Yeah, du bist tot. So, und dann kann ich die Wiese hier verlassen und ins Pokémon Center gehen. In dem Sinne bedanke ich mich mal wieder herzlichst fürs Zuschauen, für alle, die diesen langweiligen Trainingspart bis zu Ende geguckt haben. Und sag bis zum nächsten Mal wieder. Euer Navik. Ciao.